Hallo zusammen, herzlich willkommen zum weiteren Display von War on the Sea. Ich bin Exekutrix, wir spielen nach wie vor mit der Zentrifugal Offensive Mod. In der letzten Folge haben wir erfolgreich hier die Facet vertrieben, beziehungsweise beschädigt. Und jetzt gucken wir mal nach, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Wir müssen schauen, dass wir Singapur einnehmen. Das machen wir jetzt am besten so und dann, also dass wir mit 24. Bisschen näher. Halt 50 Stunden dort sind und dann gucken wir mal, probieren wir das einfach mal aus, wie wir gucken, wie viele Truppen dort gelandet sind. Wir hätten hier noch Pontianik. Pontianik, müssen wir das auch einnehmen? Nein. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir hier durch die alliierten Flottenverbände belästigt werden. Das kommt aber nicht hin. Doch noch kurz in diese Richtung hier, 5 Stunden zurück. Doch, das ist abends. Das müsste funktionieren. Ich hoffe es zumindest. Flugzeuge sind verfügbar. Kreuzergruppe 1 hat einen Kontakt. Die Tetsayu hat schon Flugzeuge verloren, hat sie schon minus. Dann gucken wir mal. Ja, doch schwere Rumpfbeschädigung. Es ist auf jeden Fall bisher nichts zu entdecken, nichts zu sehen. Tja, hier scheint irgendwo ein U-Boot zu lauern, ich sehe aber nichts. Und zeigen wird es sich wohl auch nicht. Außer es fährt seine Torpedos ab. Dann müssen wir schon gucken. Wie und in welcher Form wir hier
Gegner beschäftigen, jetzt müssen wir einfach warten. Bisher zeigt sich immer noch nichts. Also irgendwie. Oh doch, Mutsuki vom Blindgänger-Torpedo getroffen. Was denn, das ist die Möglichkeit? Und die haben die Torpedos nicht bemerkt. Nicht angezeigt auf den. Das war Glück, und auch der zweite Torpedo war Glück, er wollte ihn nicht treffen. Das ist halt der Nachteil der amerikanischen Torpedos, dass sie größtenteils Blindgänger haben. Was erkennen. Nee. Also ich erkenne da nichts. Nein, das war's wohl. Das war's wohl. Und jetzt gucken wir einfach mal weiter. Mal sehen, was hier noch so kommt. Ja, ich habe die Eskorte vergessen. Jetzt können wir nur warten. Dass die. Feindlichen Jäger nicht treffen.
wir haben sie sehr spät erkannt. Also die, japanischen Schiffe haben das Problem, dass sie sehr spät Feindmaschinen erkennen. Ja, die Komano ist unter Beschuss. Viele Nahtreffer. Leider viele Nahtreffer. Und wirklich viele Schäden hat es nicht gegeben. Dem Mitsuki wieder Nahschäden. Auf der Komano gab es Splitterschäden. Mehr ist offenbar nicht passiert. Und nun können wir uns aus dem Gefecht zurückziehen. Unser Aufklärer hat wohl Kampfberührung. Na, dann können wir jetzt hier weiter anbringen. Ich
bin jetzt doch am Überlegen, hier doch einen Beschuss mit der Kreuzergruppe durchzuführen. Neun Stunden mit hier. Bei 10. Gehen wir ein paar Kilometer zurück. 13 Stunden, das passt und laufen dann direkt einen Anmarsch auf Singapur. Über der so angreifen. Wir haben nur ein Problem, wir sind die haben etwas abgeworfen. Na, Nahtreffung. Und hier merken wir nun das Fehlen von Radar komplett. Ich glaub's ja nicht, die haben unsere Geleitsäger abgeschossen. Oder die, besser gesagt, die schießen uns gleich die Geleitsäger ab. Eine Bombe getroffen worden und die Suizaya von 2 Bomben. Ja, es ist interessant. Also der gesamte Verband zum Verlangsamen. Noch mit 2 Knoten laufen. Also den Zerstörer, den kann ich wir bekommen es hin, dass die Brände gesichert sind. Ja, das ist nicht so einfach mit den Bombentreffern ein Zerstörer außer Gefecht, definitiv.
Und ein Kreuzer. Ja. Mit Bombenschäden am Ruder und an den Maschinen. Feuer und an den Propellern. Ich hoffe, dass wir hier die Brände eindämmen können. Dann können wir uns danach den überfluteten Abteilungen widmen. Auf der Kumano scheinen die Brände gelöscht zu sein. Und das ist so, ja. Auf jeden Fall ist es halt die Überlegung. Ich denke, ich werde eine Planänderung durchführen. Und die Maschine ist schwer beschädigt. Dann haben wir hier einen Teil der Brände stoppen können. Es sind zwar neue ausgebrochen, also der Zerstörer der Zugi-Klasse. Auch das Typschiff, der wird auf jeden Fall in die Werft gehen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Hier sind beinahe die Brände eingedämmt. Hier ist ein weiterer Brand ausgebrochen. Eine der Reparaturmannschaften kümmert sich nun um die Überflutung. Beide sind jetzt an der Überflutung dran. Sehr gut. Ich hoffe, wir schaffen es. Die feindlichen Bomber noch komplett abzuschießen. Ist immer noch eine Reparatur. Den Brand hier müssen wir jetzt auch in die unter Kontrolle kriegen. Die Überflutung. So, der schwierigste Schaden des Schiffes ist zerstört, ist gerettet.
Das Schiff gilt als kritisch beschädigt. Abbrechen. Keine Flugzeugverluste. Flugzeuge abgeschossen. Wir werden dieser Kampfgruppe jetzt den Rückmarsch antreten. Was ich anbieten würde, wäre Potikan zu erobern. Oder warten wir jetzt. Hier oben weiter. Denn mit so einem schwer beschädigten Zerstörer, da brauche ich nicht in die Schlag gegen den Gegner machen wollen. Ja, 32 Abteilung beschädigt, 10 beschädigt, 5 beschädigt, 2 beschädigt. Die Mitsugi wird zur Reparatur geschickt. Mitsugi ist eine Reparatur für 3 Wochen, 21 Tage. Das heißt, die Information hier muss sich ändern. Ja, Linie voraus, 1000 Meter. Die Truppen hier, die könnten wir ausladen. 12, 15 Stunden. Hier ging es natürlich auch um weitere Truppenanlandungen und von diesem Stützpunkt aus hier könnten wir jetzt in diesem Bereich hier Schiffe abfangen und ja schon mal Flugzeuge decken. Die sollen hier Patrouille fahren. Und dann werden wir Kumano. Das passt. Schiffe hat Flugzeuge über dem Konvoi, die so an Deckung fliegen. Ich bin jetzt echt gespannt. Also ich glaube nicht, dass hier großartig irgendwas passiert. Vor allem ist die ganze Wetterdecke hier, ne, Kreuzergruppe, werden wieder entdeckt. Cesara hatten 2 Abteilungen, er hat 4 und er hat einen totalen Bombentreffer bekommen. Gelten schon als mäßig beschädigt. Nochmal Zeitbeschleunigung.
Das Schlimme sind wirklich die Tiefflieger. Da sind sie schon. Verdammt. Gefahr, dass uns die die Flugzeuge sind aber bewaffnet oder beschädigt. Und die AI nutzt ihr Tiefflugangriffe als Angriffstaktik. Ja, aber man sieht hier natürlich die Schwierigkeiten der Japaner ohne Radar. Ein schlechtes Erkennungssystem gegen Flugzeuge, aber auch gegen Wasser, Überwassereinheiten. Kampf abbrüchen und jetzt gucken wir mal, wie geht das hier weiter. Bis zum 19 Uhr würden sie definitiv keine Truppen mehr anlanden. Und guck mal, kann ich hier alles schon entladen? Muss ich innerhalb. So, wir haben die Männer entladen hier auf diesem Stützpunkt. Wir können jetzt mit der Kreuzergruppe noch eine Bombardierung durchführen. Und jetzt haben wir die Flugbasis hier. Ich mal bombardiert. Und ich möchte eigentlich jetzt mit der Kreuzergruppe zurückfahren und mit dieser Bombardierung machen wir nun einen Cut. Sehr schön, wir sind außerhalb der Reichweite des Punkts. Der Konvoi und hier die verschossenen Kreuzer. Wir haben hier noch Stufe 1 auf dem Stützpunkt und werden dann hier die nächsten Truppen anlanden in der nächsten Folge. Und ja, wir machen hier einen Cut und sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Exekutrix.